let it bang. Let it bang. Moin Moin, willkommen zurück zum Vlog 8. Ich weiß, es hat ein bisschen gedauert. Ich hoffe, euch hat das kleine Einführungsvideo gefallen. Seht es ein bisschen als Entschuldigung an, dass ich mich jetzt knapp 4 Monate sind es jetzt, glaube ich, nicht gemeldet habe. Es ist zu viel passiert und es ist zu viel geschehen in der Zwischenzeit. Und ja, das waren sehr stressige 4 Monate für mich. Aber ich möchte euch heute mal wieder zeigen, wo wir gerade aktuell stehen. Ich habe mittlerweile meinen kleinen Parachetodon in Verdacht. Was heißt in Verdacht? Ich habe ihn dabei erwischt, wie er an Zoas knabbert. Das habe nicht nur ich gesehen, sondern auch Bekannter, der letztens zu Besuch war. Und ja, deswegen ist meine Entscheidung jetzt gefallen, ich werde ihn rausnehmen. Also das bedeutet, hier wird demnächst wieder die Fischfalle drin sein, dann geht er da rein und ja, dann muss ich mal gucken, was ich mit dem Kerl mache. Weil so einfach wird das wahrscheinlich nicht werden. Aber ich lasse mir da was einfallen. Wie ihr hier sehen könnt, hat sich korallentechnisch tatsächlich wieder einiges getan. Den Grund dafür kann ich euch nennen. Ich hatte in meiner Grün und in der Miyagi waren Bugs drin, also Black Bugs, um genau zu sein.
Das war wahrscheinlich auch der Grund, oder mit Sicherheit der Grund, warum die so langsam gewachsen sind. Gesehen habe ich es in einem der Top-Down-Videos, die ich selbst gemacht hatte, am Tageslicht. Da konnte man das dann relativ gut sehen und da habe ich mir gedacht, okay, da musst du jetzt was machen. Daraufhin habe ich sie rausgenommen. Ich habe auch nicht mehr versucht, sie zu retten. Ich habe die rausgenommen und in Dip geguckt, was alles drin ist. Und dabei sind halt über das Mikroskop bin ich halt dann zu dem Entschluss gekommen, dass es sich um Bugs handelt. Davon gibt es auch Videoaufnahmen. Vielleicht blende ich die euch gleich noch ein. Wir gucken mal. Halt, stopp. Hier muss ich jetzt kurz mal einhaken. Das Thema mit den Black Bugs ist sicherlich kein ganz leichtes. Das hat damit zu tun, dass viele gar nicht wissen, wie man sie erkennt. Ich selber wusste es vorher auch nicht. Das bedeutet, ich habe mir von Jörg Kott zum Beispiel, habe ich mir Hilfe und Rat geholt und den gefragt, woran man die erkennt. Die Videos, die ich damals gemacht habe, die gibt es aufgrund eines Festplattendefektes nicht mehr. Das tut mir natürlich leid, aber es gibt noch ein paar Fotoaufnahmen, die ich euch jetzt mal so neben mir hier irgendwo da einblende. Und dann könnt ihr euch die mal kurz angucken. Und vielleicht hilft euch das im Endeffekt schon besser zu unterscheiden und zu sehen. Habe ich Bugs? Habe ich keine Bugs? Was habe ich? Ist ein bisschen schwierig, ich gebe das gerne zu. Und ohne ein passendes Mikroskop ist da gar nichts zu wollen. Also vergesst diese Kindermikroskope, das könnt ihr gleich vergessen. Vernünftige Mikroskope von, was weiß ich, wie der Leichen-Bressmann oder so zum Beispiel. Damit könnt ihr anfangen, auch gerne mit so eins wie ich hier hatte, mit LCD-Bildschirm und Speicherfunktionen. Hast du nicht gesehen, das ist schon alles ganz nice. Nicht mehr wie früher in der Schule durchgucken und versuchen, was zu sehen. Gibt es jetzt nicht mehr, ist alles wesentlich besser. Kann ich euch nur empfehlen. So. Wie ihr jetzt hier vielleicht irgendwo neben mir seht, ist die Form eines Bugs eher oval. Na, also ihr habt so eine ovale Form, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, sagte mir Oliver auch, wie die fotografiert sind. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es ein Bug ist, es könnte aber auch immer noch was anderes sein. Also das ist ein bisschen schwierig. Beim nächsten Bild weiß ich nicht genau, weiß ich überhaupt nicht, was es ist. Das sind so Aufnahmen, ne? Man versucht hier im Makrobereich oder im Mikroskopierbereich irgendwas zu erkennen und hat eigentlich keine Ahnung, was man sieht. Das ist schon wirklich alles nicht ganz einfach. Aber anhand der Formen, sagte Jörg, kann man da schon relativ gut erkennen, um was es sich handelt. Also die Vermutung lag nah und wie ihr auch an dem kleinen Bild gesehen habt mit der Acropora aus dem Foto aus der Wanne heraus, kann man es ganz gut sehen, dass es definitiv die Fraßspuren sind und dass es definitiv sich hierbei um Bugs handelt. So. Das zu entziffern ohne Mikroskop, um was es sich handelt, keine Chance. So. Also das nur mal so kurz zwischendurch zur weiteren Erläuterung und jetzt geht's weiter mit dem Video. Auch wenn ihr richtig seht, meine gelbe Millepora davon, die im oberen Bereich stand, davon ist nur noch ein ganz kleiner Zipfel da. Und auch der sieht gerade nicht sonderlich gut aus. Die war so zum Lieblingsspielobjekt meines Seeigels geworden. Der hat die mehrfach runtergeworfen und ja, einmal ist sie eben auch relativ ungünstig gelandet in Euphilia und Co. Ja, und davon ist halt nur noch das Stückchen übrig und auch das hat mittlerweile schon wieder einen Teil Gewebe abgeworfen. Also auch nicht so optimal. Das Korallenwachstum ist ansonsten eigentlich relativ gut. Wie ihr hier sehen könnt, hat zum Beispiel die Hyacinthus ordentlich zugelegt von ihr knubbeligen Basis. Ist sie ganz schön weit weg.
Dann haben wir da hinten die Sewer Patch, die sitzt jetzt hier. Ne? Auch hier bildet sich ein schöner Ast. Hier haben wir ein bisschen Ablegerdeck. Wenn wir jetzt weiter hier hinter gucken, das ist der Grund, warum die Sewer Patch weg ist. Die wurde hier einfach zu stark vernässelt. Die musste da einfach weg. Die braucht. Der Name ich gerade vergessen habe, braucht gerade zu viel Platz. Da war einfach kein Platz mehr für beide zusammen. Wie ihr am Titel vielleicht schon gelesen habt, habe ich so momentan das Gefühl, ich bin so ein bisschen verflucht. Oder der Wurm steckt in der Kiste drin. Das fing kurz nach Weihnachten an. Da war zum ersten Mal die GHL kaputt. Das war wieder nur ein Kopf, das war weiter nichts Schlimmes, aber es hat halt ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass der Kopf kaputt ist und nicht nur wieder der Dosierschlauch verstopft ist. Ist ja nun nicht bei jeder Dosierung dabei. Ja, er hat wieder unregelmäßig dosiert und wieder zu wenig und ja, musste also wieder der Kopf getauscht werden. Das war der erste Fehler. Im Januar dann hat mein guter alter Royal exklusiv von einem Tag auf den anderen den Geist aufgegeben. Da geht nichts mehr. Der ist hinüber. Ich habe jetzt schon mit dem Support gesprochen gehabt natürlich. Der sagte, ob das bei dem Alter des Gerätes noch Sinn macht, den Motor oder die Platine zu tauschen oder eine Reparatur überhaupt anzustreben. Hält er nicht für sinnvoll. Daraufhin habe ich das erstmal gelassen und meinen Reserveabschäumer reingesteckt. Das ist jetzt ein alter Deltec. Tut eigentlich ganz gut, was er soll. Also von daher ist erstmal der Deltec drin. So. Des Weiteren ist das, weiß ich nicht, das ist ungefähr vor 4 Wochen passiert, glaube ich, ist der die Ocean Motion, die zweite, die hier noch hing, aus demselben Grund kaputt gegangen wie die erste. Materialschaden. Ist wieder genau an der Halterung gebrochen und lag dann wieder im Wasser. Ich weiß gar nicht, war glaube ich ein Sonntag oder so. Sonntagmorgen war auch total, spaßig. Also, ja. Deswegen hängen jetzt wieder beide Panterei ganz normal an der Wand. Bis jetzt scheint das gut zu funktionieren, also lassen wir das so. Verzichten wir erstmal auf die Ocean Motion. Ja, so. Dann, jetzt am Sonntag, Samstag, wir haben ja heute Sonntag. Samstag komme ich runter in meinen Technikraum. Wunder mich schon, warum das so. Warum mein Boden so komisch ausschaut. Wasser ist nicht ausgelaufen, aber diesmal war wieder von der Carbonathärte das Rückschlagventil dicht, warum auch immer, Schlauch abgeplatzt und der ganze Mist rausgelaufen. Ich glaube über einen guten Tag lang alles, was ich dosiere, und das ist schon eine ganze Menge, das sind glaube ich, was sind das, 270 Milliliter glaube ich mittlerweile, die ich da dosiere, die haben sich dann wieder verteilt. Daraufhin ist natürlich wieder meine KH gedroppt. Und die Auswirkungen könnt ihr jetzt hier an einigen Korallen sehen. Die zicken wieder rum. Ich weiß nicht, was das, ob das bedeutet, dass einige Korallen noch eingehen. Ich weiß es nicht. Ich habe hier wieder mal, kann man sehen, da die Enzmann macht mal wieder Zicken. Ja, das ist gerade alles ein bisschen, es ist irgendwie ein bisschen verflucht. Obwohl das Becken läuft, ist es irgendwie trotzdem ein bisschen verflucht. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, erstmal das Ganze zu beobachten, erstmal nicht großartig, wie gesagt, zu investieren in neue Panther, in neue Ocean Motion oder sonst irgendwas. Weil ich halt noch gar nicht weiß, wie es momentan weitergeht. Bin trotzdem ganz zufrieden mit dem Aquarium. Die Acroporas bilden gute Basalscheiben, wachsen auch schön.
Die Farben sind eigentlich auch soweit gut. Wenn ich nicht ständig mit diesen ganzen Problemen und Fehlern konfrontiert würde, wäre das wahrscheinlich ein richtig schönes Becken mittlerweile. Aber da es ständig alles schwankt, bin ich hier und da noch nicht ganz zufrieden. Was macht der Fischbesatz? Nur, der Fischbesatz ist bisweilen unverändert. Ich habe keine neuen Fische dazu gekauft. Das mit meinem Parachetodon habe ich euch bereits eben kurz erzählt. Ansonsten bin ich am Überlegen, und zwar sehr stark am Überlegen, die Grundeln rauszunehmen. Also, wenn jemand Grundeln braucht, bei mir melden. So wie auch, da ist zum Beispiel eine davon. Oder falls jemand Sand braucht zum Einfahren, bitte auch bei mir melden. Ich werde auch den Sand demnächst rausnehmen. Das ist auch übrigens der Grund, warum die Grundeln rauskommen. Die finden kaum noch was zu fressen. Wie das dann mit den Lippfischen ist, das weiß ich noch nicht genau. Die brauchen den Sand ja nur zum Schlafen. Aber die Grundeln finden halt kaum noch was zu fressen. Somit ist es nicht unbedingt clever, die noch weiter hier in dem Aquarium zu lassen. Wie ihr sicherlich alle selber wisst, explodieren um uns herum gerade die Energiekosten in sämtliche Richtungen. Und man sieht es auch jetzt immer öfter oder vermehrt, habe ich so das Gefühl, dass Bekannte, Freunde, Kollegen aus WhatsApp-Gruppen, wo auch immer, Facebook, ganz viele Leute mit dem Aquarium-Hobby aufhören. Die Gründe mögen vielfältig sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch durchaus die Energiekosten, die jetzt immer weiter steigen werden, ein Grund dafür sind. Wie seht ihr denn das? Würdet ihr aufgrund der erhöhten Energiekosten irgendwann das Aquarium abgeben? Wenn ihr sagt, das ist, ich meine, wir müssen uns ja nichts vormachen, es handelt sich ja um ein Hobby. Aber das Hobby soll natürlich auch Spaß machen, ne? Und wenn man sich ständig nur noch Gedanken macht um die Kosten, dann verliert man, glaube ich, so langsam den Spaß an dem Hobby. Mein Spaß ist noch ungebrochen. Aber wer weiß, ich kann momentan auch nichts ausschließen. Wir werden bald eine Person mehr, von daher wird die Zeit noch weniger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, momentan habe ich schon wenig Zeit fürs Aquarium. Alle Leute, die gerne ihr Aquarium putzen, sollten jetzt mal weghören. Ich putze so, weiß ich nicht, alle 3-4 Wochen mal die Scheiben. Das ist, was ihr gerade seht, ist der Putzzustand ungefähr 1,5 Wochen alt. Also, ja, man kann zwar ein bisschen was sehen, wenn man jetzt so an die Scheibe links und rechts guckt, aber ich kann damit ganz gut leben. Momentan ist tatsächlich der Algenbewuchs an Scheibe und an allen anderen Sachen rückgängig. Was ich natürlich wieder habe, sind Cyanus, juhu, aber ich denke mal, das kommt durch die schwankenden Werte die letzten Wochen. Ne? Das Phosphat musste sich, nachdem der Abschirmer ausgefallen war, wieder einpendeln, die KH musste sich wieder einpendeln, jetzt gestern wieder die KH. Dann, ja, es ist alles ein bisschen schwankend momentan. Und dann haben wir ja auch wieder das Frühjahr, das heißt, die Pollen sind wieder mehr unterwegs. Vielleicht kommt die Cyanus auch wieder deswegen, weiß man ja auch nicht. Ne? Also wie gesagt, das ist alles gerade so ein bisschen, ich bin zufrieden, aber ne, man kennt das ja, oder wer mich kennt, der weiß, ich bin nie wirklich 100% zufrieden mit dem Aquarium. Es könnte immer das kleine Quäntchen mehr sein. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Euphis. Ich würde sagen, die verstehen sich alle ganz gut. Also ich bin überrascht, das funktioniert alles recht gut und die Strömung harmoniert auch. Das gefällt mir ganz gut. Die haben sich wieder richtig gut erholt und wachsen und bilden ein schönes Bild hier vorne. Also die Euphi-Ecke ist bald voll, da passt vorne noch ein bisschen was hin und dann ist die voll. So, ihr seid wieder auf dem neuesten Stand. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne, lasst einen Kommentar da oder abonniert, drückt die Glocke. Ihr kennt das Spiel. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend,
einen schönen Tag, eine gute Nacht und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!